von unserem Bundesligaspiel hier beim FC Bayern München. Ich begrüße unseren Cheftrainer Edin Terzic neben mir auf dem Podium. Und Edin, es ist eine Weile her, dass wir hier gewonnen haben, aber alles Weitere erklärst du dann jetzt gerne in deinem Statement zu unserem Sieg. Ja, schönen guten Abend. Als allererstes sind wir natürlich sehr zufrieden, wie wir hier aufgetreten sind von der ersten Minute. Wenn man das ganze Spiel sieht, glaube ich, war es auch ein sehr verdienter Sieg, weil wir sowohl defensiv die Basis gelegt haben mit einer guten Stabilität, offensiv immer wieder gefährlich waren, sowohl durch kontrollierte Angriffe als auch durch Umschaltmomente. Und ich finde, dass wir sowohl individuell die einzelnen Spieler eine tolle Leistung gezeigt haben, aber halt auch als Mannschaft, wie wir alles reingeworfen haben, um dann endlich hier mal in München den Bock umzustoßen. Und deshalb sind wir heute sehr zufrieden, natürlich mit dem Sieg und mit der Leistung. Vielen Dank. Danke dir, Edin. Ihre Fragen bitte. Dirk Krampe von den Ronachrichten. Vorne einmal. Ja, das war sehr analytisch, aber ich würde mal gerne wissen, wie fühlt sich das an? Du warst regungslos nach dem Abpfiff. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du vielleicht explodierst an der Seitenlinie, aber du warst ziemlich regungslos. Was geht gerade so in dir vor? Es hat halt viel zu lange gedauert, bis wir dieses Gefühl hier erleben durften. Pure Freude haben wir gespürt. Ich glaube, dass wir heute wirklich als Mannschaft einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Es war jetzt der 5. Sieg in Folge, aber das war ein ganz besonderer Sieg für uns. Ja, wir mussten so ein bisschen nicht nur gegen den FC Bayern antreten, sondern auch so ein bisschen gegen die bösen Geister aus der Vergangenheit. Es haben uns jetzt nicht viele Leute zugetraut, dass wir heute so eine Leistung, so ein Ergebnis hier erzielen können. Das hat man allein an der Berichterstattung vor dem Spiel halt gemerkt. Und deshalb ist es natürlich erstmal eine gewisse Art und Weise von Zufriedenheit, die wir heute spüren. Aber das muss auch einfach noch mehr Hunger in uns wecken, weil wir wissen, dass jetzt noch extrem wichtige Wochen und Spiele auf uns warten. Und wenn wir es schaffen, diese Leistung, die wir heute gezeigt haben, zur Gewohnheit zu machen in allen Bereichen, dann wird es für jede Mannschaft der Welt schwer, gegen uns zu spielen. Und deshalb sind wir nicht nur zufrieden, sondern auch froh, aber verstehen das Ganze halt auch als Verantwortung, um in den nächsten Wochen genauso weiterzumachen. Herr Kollege, vorne einmal. Hallo, Manuel Schwarz von der dpa. Hier. Herr Terzic, ein Satz oder gerne auch mehrere zu Mats Hummels, der heute ein überragendes Spiel gemacht hat und mit der Rettungstat gegen Daya vielleicht auch das Bild dieses Spiels geprägt hat. Was sagen Sie zu ihm? Überragendes Spiel von Mats, glatte Note 1. Es fällt mir wirklich nur schwer, einen einzigen rauszuheben, weil ich glaube, besonders beide Innenverteidiger in der Kombination haben ein herausragendes Spiel gemacht. Wir haben es in der Halbzeitpause ein bisschen angesprochen. Wir waren schon sehr zufrieden in der ersten Halbzeit mit der Leistung unserer Innenverteidiger, weil sie immer wieder die gefährlichen Aktionen antizipiert haben, sehr viele Bälle in gefährlichen Zonen für uns erobern konnten, viele Schüsse, viele Bälle geblockt haben. Aber was wir dann mit dem Ballgewinn gemacht haben, das war dem nicht würdig. Wir haben dann viel zu viele Bälle dann wieder sofort abgegeben nach 2-3 Sekunden, sodass wir die nächste Welle verteidigen mussten. Wir hatten dann wieder diese 3-4 Momente, wo wir anfangen mit der Hacke zu spielen. Und wir wollten einfach die Leistung unserer Innenverteidiger belohnen, indem wir alle dann anständige Sachen mit dem Ball machen in der zweiten Halbzeit. Das war dann deutlich besser. Aber ich finde, sowohl Mats als auch Nico Schlotterbeck haben heute die Note 1 verdient. Dirk Krampe hier vorne nochmal. Was man in der Vergangenheit häufig hier gesehen hat, war, dass die Bayern sehr viel Tempo über den Flügel hatten und da immer gefährlich vorgestoßen sind. Die Szenen gab es heute auch, aber überhaupt nicht in der Häufigkeit wie in den vergangenen Jahren schon mal. Wie habt ihr das hinbekommen, dass ihr das Tempo kontrolliert habt, der Münchner? Ja, wir haben ja ein paar Dinge vor dem Spiel schon gesagt bei den Kollegen. Wir wollten heute viel mutiger auftreten und damit meine ich nicht nur im Ballbesitz, sondern auch gegen den Ball, dass wir aus den Positionen springen, dass wir immer wieder 2-gegen-1 Situationen herstellen. Wir wollten viel widerstandsfähiger sein als in den letzten Spielen. Wir wollten viel fleißiger sein in gewissen Momenten. Wir wollten auch auf eine Art und Weise etwas schmutziger sein als in den letzten Spielen. Und wir wollten besonders jedes Mal, wenn Musiala und Sané ins Zentrum kommen,
ihr diese Stärke nehmen, dass sie da in Ruhe aufdrehen können. Und wir wollten sie da immer wieder in Zweikämpfe verwickeln. Und das war der Schlüssel dafür, dass wir in diesen gefährlichen Zonen ihnen keine Zeit gegeben haben, um nachzudenken, nicht die Zeit gegeben haben, mit 2 oder 3 Kontakten zu spielen. Und trotzdem, bei der Qualität machen wir uns nichts vor. Sie können dann auch mit einem Spieler 2 ausspielen oder mit dem ersten Ballkontakt sofort vorbeifliegen. Aber wie wir dann reagiert haben, wie fleißig wir dann nachverteidigt haben und dann am Ende uns auf die angesprochenen Innenverteidiger verlassen zu können, wenn die Bälle dann trotzdem in den 16er kommen. Das war der Schlüssel. Wir haben sowohl das Tempo auf dem Flügel kontrolliert, wir haben es auch geschafft, die Zwischenräume immer gut und fleißig zu schließen. Und das war der Schlüssel, wieso wir dann heute hier es geschafft haben, die Null zu verteidigen. Gibt es noch eine abschließende Frage? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Pressekonferenz und einen schönen Abend noch. Danke. Dankeschön.